So Leute, dann wollen wir mal weitermachen hier im 200er Hubraum. Heute mit dem Wario-Helm. Ich schalte ihn kurz frei. Da hätten wir ihn. Dank der wunderbaren Wario-Amiibo. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube, der Helm sagt mir zu. Also ich bin jetzt zwar kein allzu großer Wario-Fan. Ja, ich habe die Wario Land-Teile so zur Hälfte gespielt. Also den 2er und den 4er, den feiere ich. Shake Dimension war jetzt eher so, ja, okay. Aber 2 und 4 sind wie gesagt wirklich, wirklich gut. Den 1er finde ich optisch nicht so ansprechend. Von 3er weiß ich fast gar nichts. Also wenn ihr da mehr wisst, ob das gute Spiele sind oder nicht, dann gerne in die Kommentare. Und ansonsten hat Wario ja noch diese komischen Minispielsammlungen da, aber die finde ich jetzt nicht ganz so toll. Ich habe mal den Wii U-Teil gezockt, ist teilweise ganz witzig, aber der Umfang ist halt wirklich gering. Von daher, ja, eher nichts für mich und ich glaube, das Spiel ist auch relativ schlecht bewertet worden, aber wahrscheinlich sogar wegen dem Umfang. Egal, wir schweifen ab. Natürlich fahren wir heute mit dem Cool Cabrio, das ist quasi Varios Auto schlechthin. Und er kriegt spendiert folgende Reifen. Metallreifen sehen, glaube ich, ganz gut aus, Slickreifen, aber ich denke, wir werden die GLA-Reifen nehmen. Ja, doch, doch, das könnte auch passen. Wo sind sie denn, verdammt nochmal? Da sind sie. Und selbstverständlich der Vario-Gleiter. Was denn sonst? So sieht die Kombination also aus. Und wir fahren heute im Panzer Cup 200er Hubraum. Let's go! Pils Cup hat ja eigentlich schon ganz gut funktioniert. Von daher erhoffe ich mir selbigen Erfolg im Panzer Cup. Aber das müsste der kürzeste Cup von allen sein. Das heißt, ein Fehler, ja, wiegt doppelt und dreifach. Und man kann ja nicht immer was dafür. Ja. Klar, wenn ich jetzt nur an der Wand klebe, dann, so wie jetzt, dann bin ich schuld. Aber ich meinte jetzt eher so Item-Treffer-mäßig. Man hat halt nun mal nicht immer was zum Blocken. Und holy shit, also hier um die Kurven zu driften. Im 200er. Das möchte ich nicht jeden Morgen machen. Wobei, es ist ja nicht mehr morgen. Es ist schon 12 Uhr mittags. Ich bin dann wieder mal zu spät aufgestanden. Nee, aber als ich die ganzen PC-Probleme hatte, habe ich echt nur im Schnitt, glaube ich, 5 Stunden oder so geschlafen. 4 Tage hintereinander. Und, Alter, die Banane. Und ich musste das erstmal nachholen und ich sag euch Leute, das war ein neues Level der Müdigkeit. Ich habe da wirklich ein neues Level der Müdigkeit kennengelernt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber doch. Wow, der Bob Omb war der dreist, Melinda. Du hast ja wohl echt einen Hintern offen, du. Zum Glück hat das nicht funktioniert. Ich habe richtig gemerkt, als ich noch wach war, wie ich fast umgefallen wäre. Ja, also die Hälfte des Körpers hat schon abgeschalten, quasi. Und ich war nur noch ein Zombie und selbst beim Schlafen kam ich mir vor, wie wenn ich bewusstlos wäre. Und als ich aufgestanden bin, fühlte ich mich so, als wäre ich von den Toten auferstanden. Also wirklich kein Scherz jetzt, ne? Wusste ich nicht, dass es solche Gefühle gibt. Ich glaube, ich bin auch immer noch in der Regenerationsphase, jetzt 3 Tage danach. Aber, ja. Musste halt sein. Zum Glück ist das bald alles überstanden. Nur Deutsch kann ich heute anscheinend nicht. Ich glaube, mein Gehirn muss erstmal hochfahren. So viele Versprecher an einem Stück hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Da schläft noch ein bisschen was. Oh Gott, was müsst ihr euch denken? Egal. Ja, kommen wir zum Helm. Also, ich mag das Design auf jeden Fall sehr. Ich habe jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass da so eine Signature hinten dran steht. Die macht ganz schön was her. Aber was ist das an den Seiten? Da werde ich nicht ganz... Ja, genau, bleib beim Baum hängen. Da werde ich nicht ganz schlau draus. Irgendwelche Flügel. Ist auch egal, auf jeden Fall taugt er mir. Aber der Beginn hier auf dieser Strecke ist alles andere als gut. Und was ich vorhin meinte mit, es ist bald überstanden. Ja, ich habe mir jetzt einen Ersatzrechner besorgt. Und ich habe gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Wie und in welcher Weise und die ganze Story, die werde ich euch mal in einem Mario Kart 8 Online-Part erzählen. Dafür ist jetzt eher weniger Spielraum da. Weil ich ja doch etwas mehr Konzentration brauche hier in diesem 200er Hubraum.
Und ich glaube, ich kriege das auch nicht auf 10 Minuten gepresst, sondern das ist eine etwas längere Story. Da werde ich nämlich alles auspacken, was da geschehen ist. Ja, wann mein ursprünglicher PC wieder zurückkommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Also noch steht er da, aber ich muss ihn morgen verpacken, weil er am Montag abgeholt wird. Und dann wird er auf Herz und Nieren geprüft, aber es dürfte eigentlich nur die Wasserkühlung kaputt sein. Außer es ist durch die Überhitzung noch was anderes gestorben. Mal schauen. Und da das eben auch Wochen dauern kann, nicht muss, aber kann, habe ich natürlich was gebraucht. Weil hier mit dem Laptop das... Alter. Also aufnehmen geht zwar noch, aber schneiden und das Ganze. Also die letzten Nintendo News, die habe ich allein mit dem Laptop gemacht. Nie mehr wieder, bitte. Nie mehr wieder. Gibt ja wirklich YouTuber, die machen ihren ganzen Shit nur am Laptop. Ich frage mich, wie die das schaffen können. Dena beispielsweise. Wobei ich glaube, der hat ja mittlerweile auch so ein Schnittteam angestellt oder so. Also der macht ja auch nichts mehr selber, oder? Kann das sein? Ich habe es zumindest mal gehört. Keine Ahnung. Aber selbst wenn, lange Zeit hat er ja alles immer so im Flugzeug oder keine Ahnung, auf dem Laptop geschnitten. Alter. Wow. Das ist schon krass. Ja gut, in der Business Class ist natürlich ein bisschen bequemer. Aber trotzdem. Ich könnte es nicht. Ich platze jetzt schon. Oh Gott, was war das? Der Vorteil am 200er Hubraum ist, du kannst tatsächlich auch ein bisschen Offroad fahren. Das ist gar nicht so schlimm. So wie gerade eben beispielsweise. Normalerweise hätte ich ja einen Pilz gebraucht, um da drüber zu huschen, aber... Ist gar nicht so verkehrt, springend diese Abkürzung zu nutzen. Mann! Platz 4. Aber sie sind alle beieinander. Ich gönne mir mal hier Doppel-Item. Aha, jetzt habe ich den Pilz. Okay, dann kann ich legal hier drüber. Wobei legal vielleicht falsch gesagt ist, einfach klüger. Ne? Es ist klüger mit Pilz. Immer noch. Auch im 200er. Und Bananen hier an den Stellen sind natürlich ganz, ganz effektiv. Aber wir hoffen, dass da irgendein Konkurrent dran kleben bleibt. Und ich kriege jetzt ein paar rote zu viel in den Nacken. Gefühlt. Letzte Runde, zweiter Platz. Das darf nicht sein. Okay, jetzt habe ich mal selber eine. Hä? Wieso ist Melinda so gesprungen? Habt ihr das gesehen? Die Feder ist doch gar nicht aktiv in den normalen Rennen, sondern nur im Battle Mode. Kurios. Aber solange sie hinter mir bleibt, passt das schon. Hau ab, Mann. So, die Hupe war gut eingesetzt, aber das Fahren ist schon wieder für den Arsch und ich glaube, ich hab's versaut. Ich glaube, ich hab's versaut jetzt. Oder krieg ich's noch irgendwie hin? Nee. Oh! Einmal hängen geblieben. Zweimal überholt. Das ist 200er Hubraum. Tschüss, drei Sterne. Ciao. Das war's. Da, 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 da. Im Panzercup. Gebt euch das mal. Aber gut, ich hab's ja eingangs gesagt. Der ist zwar der einfachste und der kürzeste, aber dafür gibt's halt dann auch Problemchen, wenn du einmal einen Fehler machst. Und zugegebenermaßen habe ich auf dem Cheap Cheap Beach ziemlich viel falsch gemacht. Und jo, das war die Strafe jetzt. Ich glaube tatsächlich, dass ich in den anderen Cups, die ein bisschen schwieriger sind, etwas besser bin als in diesen leichten kurzen. Ist nur eine Vermutung, aber wir werden es ja gleich sehen. Oder bald, in den nachfolgenden Parts. Aber der hier ist auf jeden Fall schon mal gefailed. Nicht getroffen? Okay. Jetzt sind maximal noch die 2 Sterne drin. Da werde ich mich mit zufrieden geben müssen, leider. Schoni, schoni. Wenn ich hier so den Hintergrund von Toad City sehe, dann muss ich irgendwie auch so ein bisschen an dieses New Donk City denken, welches wir bald bereisen werden in Super Mario Odyssey. Boah, bin ich da schon heiß drauf. Holy fuck. Wir hatten schon länger kein richtiges Mario-Game mehr. Sorry, aber es hat sich einfach nicht angeboten und die alten haben wir halt alle schon durchgenudelt. Ich könnte nur noch irgendwelche Remakes machen, aber... Ja, passt gerade nicht so. Daher... Warte ich sehnsüchtig auf Odyssey, aber ich... will jetzt nicht sagen, dass vor Odyssey kein Mario-Game kommt. Das kann sein, ja. Sowas entscheide ich ja immer auch sehr gerne spontan.
müssen wir mal schauen. Aber so oder so, der Hype auf Odyssey ist richtig krass und nach der E3, glaube ich, wird er explodieren. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Spiel ungefähr auf dem Niveau von Zelda Breath of the Wild ist. Also was anderes würde mich schon sehr wundern. Ach, das war die letzte Runde, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, also ich denke, wie gesagt, dass das richtig reinhauen wird und wegen diesem einen Kackfehler nur 55 Punkte. Das sollten noch 2 Sterne sein, aber haben wir uns... Nee, ist einer. Oder? Wie war das? 57 Punkte, 2 Sterne, 55, einer? Oder? Ja, okay. Bis zur nächsten Folge und ciao.